Hallöchen zusammen und herzlich willkommen zurück zu Spay. No Man's Sky. Entschuldigung, hatte ich gerade einen leichten Hänger. Ein bisschen was zu trinken hilft immer. Wir werden auf diesem wunderbaren paradiesischen Planeten jetzt anfangen. Salz, Paraffinium, Kupfer. Wunderbar. Sowas von wunderbar. Hier wird unser Empire entstehen. Davon müssen wir natürlich erstmal auf den Boden hingehen, weil ich möchte einmal kurz zwischenspeichern. Bevor wir dann unsere Rolle verwenden, um auf diesem Planeten eine kleine Siedlung zu finden. Na komm, volle Kanne nach unten. Wir müssen einmal landen und abspeichern. Sequenz eingeleitet. Dankeschön. Ein bisschen schief, aber was soll's. Was soll's. So. Dann probieren wir das Ganze mal aus. Wo ist da eine Planetenkarte? Notfallsignal, das wollte ich nicht. Das wollte ich jetzt nicht. Da haben wir bei uns noch was. Ah, hier ein Siedlungssignal. Route planen. Yep, ich will doch darum. Was finden wir hier für eine Route? Für ein Dorf. Eine Siedlung geortet. Alles klar. Die ist da hinten. Dann bin ich mal gespannt. Moment, was? Die Siedlung ist auf einem anderen Planeten. Willst du mich vergackeiern? Warte mal kurz. Manuell speichern laden. Das war's. Machen wir nochmal laden kurz. Das kann jetzt nicht wahr sein. Das wäre jetzt zu heftig, wenn wir auf dem Planeten nichts finden würden. Vielleicht müssen wir ja doch im Orbit sein. Kann natürlich auch gut sein. Aber wir probieren es einfach noch einmal aus. Wir sagen hier, bitteschön. Navigationssystem ist was nicht hier. Eine Karte vom Raumstation, wie der Ort aus. Noch einmal. Oder auch nicht. Hallo? Anscheinend oder auch nicht, so wie es ausschaut. Habe ich das Ding jetzt kaputt gemacht? Habe ich das wirklich kaputt gemacht? Das wäre echt unschön. Das wäre jetzt massivst unschön sogar. Na komm. Das Hänger startet in die Folge. Danke dafür. Nochmal aussteigen. Sodle. Und dann möchte ich bitte noch einmal probieren, die hier zu aktivieren. Route planen. So. Dankeschön. Okay. Eine Siedlung geortet. Okay, alles klar. Wieder auf dem anderen Planeten, so wie es ausschaut. Auf unserem Anfangsplaneten. Ja. Gut. Nein. Definitiv nein. Nervig. Warum kann auf diesem Paradiesplaneten sowas nicht sein? Das verstehe ich gerade ganz und gar nicht. Weil ich möchte ja quasi auf dem Paradiesplaneten mich austoben und nicht irgendwo anders. Ich meine, gut, dann können wir auch sagen, hey, dann machen wir was ganz anderes hier. Es ist ein Paradies, alles wunderbar. Bitte einmal starten. Dann starten wir. Hier gibt es ja Salz. Bzw. auf den anderen Planeten gab es, glaube ich, auch Salz. Entdeckungen, wir sind hier. Das passt. Zugefroren, unbekannt, unbekannt. Ach, sind wir im... Alle Planeten.
In Entwicklung. Was bist du? Quellend Massenproduktion. Unbekannt, mittellos. Und das sind unsere Sachen, so wie es ausschaut. Tutorial-Camp verlassen und da ist das Ding drauf. Ein grüner Planet. Ah, Spiel, du machst mich fertig. Machst mich gerade massivst fertig. Okay. Dann noch eine ganz andere Idee. Eine ganz komplett andere Idee. So, Gas geben. Hallo Flotte, ich habe gesehen, wie du wieder reingesprungen bist. Anomalie. Auf diesem Planeten, auf verlassenen Planeten etwas aufbauen. Ja. Das ist ziemlich Banane, muss ich sagen. Das ist massiv Banane sogar. Danke schön dafür, das kenne ich bereits. Das kenne ich bereits. Ja. Ich möchte bitte was anderes machen. Ich möchte bitte etwas anderes machen. Dankeschön. Einmal umsehen. Haben wir die Chance? Da unten waren wir auch eigentlich schon. Wasser halt. Schwarzes Loch war das hier. Herz der Galaxie geht nach da hinten. Dann müssen wir zu denen. Wasser, man weiß nicht, was hier oben ist. Punkt, Punkt, Punkt. Ist uninteressant, wenn man das wissen wirst. Wisst ihr was? Wir machen zur Gaudio, springen einfach mal dorthin. Anvisieren und los geht's. Keine Ahnung, was passieren mag. Aber ich bin ein bisschen enttäuscht, dass ich keine Siedlung auf einem paradiesischen Planeten machen kann. Das bin ich. Ja, nee. Das muss echt nicht sein. Hallöchen aber auch. Fünf Planeten, ein Mond. Wunderbar. Boomend Metallverarbeiter. Ein boomender Planet. Nice, das gefällt mir. Das gefällt mir sogar sehr. Okay. Bitte einmal abbremsen. Wo ist denn diese... Jungs. Jo. Oh, Jungs. Scheint mir ein großes Schiff zu sein. Bist du ein richtig großes Schiff sogar? Ah, nein, leider nicht. Leider nicht so groß, wie ich es gerne hätte. Was soll es? Unbekannter Planet? Bitte einmal abscannen. Feuriger Planet. Kobalt-Tour-Wächteraktivität. Uninteressant für uns. Okay, impulsen wir doch mal in die Richtung. Einfach mal grob fällt ein. Hilfe? Hilfe aber auch. Okay. Sollten wir weit genug weg sein, um gegen den was machen zu können. Yep. Unentdeckter Planet. Schauen wir doch mal. Ein sengender Planet. Okay. War Nummer 2. Ah, da hinten ist noch was. Ach, der schaut doch gar nicht mal so schlecht aus. Was ist denn mit dir? Wahrscheinlich arktisch, oder? Ätzender Planet. Natürlich. Das war sowas von klar. 1, 2, 3. Planet Nummer 4. Was bist du? Ein heißer Planet. Wie viele Planeten gibt es im System überhaupt? 1, 2, 3, 4. Dann gibt es noch zwei weitere. Bei einem Planet und einem Mond, so muss ich ja sagen. Ein Planet und ein Mond. Du bist jetzt der Mond oder Planet, eines von beiden. Ausgetrocknet. Es wird immer besser. Es wird immer besser. Okay, wenn es ein Mond ist, müsste der Mond eigentlich für den Planeten sein. Theoretisch zumindest. Okay, was ist, wenn ich mal in die Richtung warp? Einfach mal, weil ich es kann. Einfach weil es kann auf die andere Seite rüber gucken. Vielleicht findet man da ja noch irgendwas anderes. Und bingo, raus. Und abbremsen, gib Gas. Bremse, immer schön auf die Bremse drauf. So, finden wir den Mond auf deinem Planeten Umlaufbahn.
jetzt schwören könnte, wäre vielleicht hier irgendwo zu finden. Aber als... Oh. Hier habe ich schon mal eine ausgetrocknete Plate. Ah, warte mal, da bist du. Was bist denn du für ein Mond? Bitte was? Bitte was? Moment, Moment. Von wo? Von was? Au, au, au. Was soll denn das? Ich bin doch nur ein Normalreisender. Ich bin doch ein Normalreisender. Okay, mein Freund. Okay. Nur keine Panik. Dich kriegen wir noch. Dich kriegen wir sowas von noch. Und abschießen. Lass mich mal deine Fracht noch bekommen. Bei Kapazität haben wir noch welche gerade. Da muss man sagen, bin ich ja gerade froh, dass ich mittendrin hier zwischen den ganzen Schiffen war. Oh, nice. Okay, ich habe es nicht gedacht, dass ich hier was an Fortschritt machen kann, aber was soll's. Ich akzeptiere es, ich akzeptiere es. Habe ich doch? Ne, haben wir auch schon. Senkende Hitze. Wir haben hier alles, wir haben hier alles. Wahrscheinlich ist der Hyperraumantrieb, der ist leer. Warpzellen. Antimaterie. Chromatisches Metall. Okay. Es hilft alles nichts. Wir müssen auf die Station gehen und hoffen, dass wir hier quasi im Boom mitmachen können. Können wir da ein bisschen was kaufen und ein bisschen noch rumwarpen. 3 Treibstoff bei 33 von Impulsantrieb. Könnte auch ein bisschen besser sein, gebe ich zu. Könnte ein kleines bisschen besser sein. Schau mal. Hallöchen aber auch. Wir bereisen das Universum. Auf der Suche nach allem Möglichen, was wir so bekommen können. Wenn wir schon mal bei der Station sind, würde ich mal behaupten, ich vergesse immer, ob man links oder rechts hoch muss, deswegen mache ich immer beide Seiten, was soll's. Ja, da wollte ich hin. Da wollte ich hin. Anzug-Upgrade. Jedes Upgrade, ich bekommen kann, nehme ich mit. Danke dafür. Ist das noch irgendwelchen Tech, wo du hast, der vielleicht interessant sein könnte? Lebenshaltung, Bewegung, Unterwasserschutzstufe S. Ja, egal, was soll's. Was soll's an der Stelle? Hallöchen, liebe Fliege, hallöchen aber auch. Da kommt der nächste große an. Was hast denn du eigentlich hier für eine... für ein sexy Gerät hier? Faszinierend, will Händler. Angebot für ein Schiffchen machen. Klasse C. Ja, vergiss es. Aber eventuell kann man mit dir noch gut handeln. Das wäre vielleicht noch eine schöne Sache. Da will ich jetzt auch nicht Nein dazu sagen. Ah, nee, wenn dann kaufen. Wenn dann kaufen. Uran. Ich glaube, da habe ich ein bisschen was gebraucht davon. Dies passt schon. Ein bisschen Uran ist immer gut. Der ganze Sauerstoff, yep. Auch wenn es ein bisschen teuer ist, im Endeffekt ist es doch günstiger, als wenn wir sonst irgendwas anderes machen würden. Okay, mehr kriege ich von dir aber auch nicht raus. Okay, hätte ja sein können. Auf Wiedersehen, Schiffe, auf Wiedersehen. Wir gucken mal, was der Handelscomputer sonst noch so hergibt. Bei dir vielleicht was? Nein. Ihr seid auch egal, ihr seid auch egal. Yep. Auf nach da hinten. Ich liebe es, unser Roboter zu sein. Muss so herzlich alles. Okay, was haben wir denn? Instabilen Markt. Ah, guck. Naja, nur keine Panik. Das können wir hier machen. Wir können noch mehr Sauerstoff mitnehmen, würde ich mal behaupten. 2000, her damit. Sowas von her damit.
Den Rest brauchen wir jetzt gerade nicht. Nope, verkaufen. Eiweißperlen, die behalten wir. Oder? Na komm, was weiß, weg damit. Weg damit, alles gut soweit. Nachfrage. Nachfrage ist minus, aber wir bekommen 11 Millionen dafür. Das ist viel. 11 Millionen sind viel. Wir brauchen hier bloß ein bisschen Schwefel an sich. Das heißt, wir haben jetzt quasi uns noch ein bisschen was lassen bei der Aktion. Wir gucken mal. Wir verdienen jetzt auf jeden Fall 11 Millionen ungefähr, wenn wir das verkaufen. So. Bitte einmal vollkumpen. Und wenn wir es jetzt wieder kaufen würden, theoretisch, können wir nicht. Ah, weil die keine Kaufoption hier haben. Schade an der Stelle, wirklich schade. Das ist eigentlich dumm hier zu machen, muss ich sagen. Kann man ihn nochmal kurz laden? Kann man nochmal kurz laden? Yep. 21.10, das ist in Ordnung. Okay, lassen wir so mal. Weil theoretisch müssen wir es wieder zurückkaufen, dann bräuchte ich nämlich nicht mal mehr eine Fabrik oder sonst irgendwas bauen. Das ist natürlich nur das Schönste auf der Welt. Darf natürlich nicht zu viel wollen. Man darf natürlich nicht zu viel wollen, aber... ja. Und wenn es geht, kaufen. So, und Sauerstoff noch vom anderen noch holen. Und dann bräuchte man irgendwie Chrom oder sonst irgendwas. Irgendwie bin ich gerade echt ein bisschen, naja. Ich hätte schwören können, man könnte hier ein bisschen besser Sachen Rohstoffe abzocken. Schwören können, hier wäre gerade ein Raumschiff angestrandet, aber gut. Ich kann mich auch irren. Ich kann mich auch irren. So, noch einmal Matrix, hatte ich ihn aber auch. Ich möchte bitte noch einmal, pam 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 pam, den ganzen Sauerstoff hier aufkaufen. Dann einmal den Resonator aufkaufen. Und dann kurz nochmal gucken, wo war denn der hier? Wunderbar. Landegestell. Mit dem hier austauschen. Wunderbar. Macht das Ganze effizienter. Und es lädt sich auf Dauer. So quasi für den Notfall. Für den Notfall. So, Kupfer und jetzt ist ABB. Mehr kriegen wir hier auch nicht her. Das haben wir schon festgestellt, leider. Traurige Wahrheit, da kriegen wir nicht mehr her. Sonst noch irgendwas? Nein. Das heißt, wir bräuchten jetzt quasi ein Feld. Bist du... ah ne, du bist sogar meins, okay. Du bist meins. Dann müssen wir gucken, dass wir irgendwo landen hier. Hätten wir nämlich auch den Planeten entdeckt, so quasi. Wäre natürlich auch nicht so das Schlechteste. Kobalt, Phosphor, Kupfer... hohe Wächteraktivität. Das gefällt mir immer nicht. Hohe Wächteraktivität ist dumm. Das ist echt sakramentisch dumm sogar. Schaut's denn bei dir hier aus? Oh, Hilfe! Ja, ja, alles gut, alles gut. Ich verschwind ja schon. Hohe Wächteraktivität. Ach, weil wieder Schiffe reingeworbt sind, ja. Ja, deswegen. Unbekannt. Ätzender bei Ammoniak. Aktiviertes Kupfer? Aktiviertes Kupfer sogar. Das ist natürlich auch eine interessante Sache. Das wäre echt eine interessante Sache. Kurz einmal hier rumwarpen, damit ich andere Sachen noch sehen kann. Weil das haben wir ja gebraucht. Das war ja ein Ding, das wir gebraucht haben. Nochmal hier. Bitte einmal scannen. Silber, Kupfer, Phosphor. Und das war's. Frage ist, wie lange... ne, ich möchte... okay, nochmal hier entlang, was soll's. Kupfer, aggressive... warum sind die alle so aggressiv? Das verstehe ich nicht. Warum müsst ihr alle so aggressiv sein, Leute? So, ich möchte genau den Planeten hier haben. Nein, ich möchte deinen... ich möchte den Planeten daneben haben. Gibt's sogar, Alter. Dann müssen wir jetzt so springen. Irgendwie müssen wir es schaffen, Hilfe auf die andere Seite zu kommen. So, dankeschön. Niemand ist da. Und jetzt bitte. Ich möchte nochmal wissen. Was ist auf diesem Planeten hier drauf?
Na, dann das muss bleiben. Guck mal, so ist. Das muss bleiben. Das war jetzt der Planet mit aktivierten. Sagt es mir. Na komm. Aktiviert Kupfer, los geht's. Mach mal einfach. Ein bisschen Action muss sein, dann ist die Welt voll Sonnenschein, würde ich behaupten. Treibstoffanzeige wird ein bisschen leerer. Mit Betonung auf ein bisschen. Nicht arg viel, aber zu kleines bisschen. Wenn wir das chromisierte Zeug und alles bekommen können, können wir uns nämlich sagen: Gut, wir machen so. Wir springen jetzt noch ein paar Systeme weiter. Einfach nur um zu gucken, was wir sonst alles so denken können. Richtung schwarzes Loch. Boah, wäre vielleicht auch eine interessante Sache, sagen wir es mal so. Das heißt nicht, mir geht der Treibstoff nur aus, bevor ich dort angekommen bin. Das wäre echt ungünstig. Ich glaube, für einen Puls müsste ich noch genug übrig haben. Danke dafür. Der überlappt sich jetzt gerade mit meiner Spritanzeige. Na. Okay, hallo. Was? Was zum Geier? Au, au, unschön, unschön, unschön. Mitten vor mein Gesicht geworbt. Ich hasse euch. Ich hasse euch so sehr. Na, komm her. Komm her, komm her, komm her. Au, 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 au. Au, 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 au. Komm schon, dich krieg ich, dich krieg ich, dich krieg ich. Au, au. Eieieiei. Diese Steuerung ist nicht gerade die beste. Dankeschön dafür. Ein bisschen Gas geben nach vorne. Chromatisches Metall, danke dafür. Danke dafür. Okay, weg mit dir. So, Photonenbombe ist wieder gewechselt. Kanone, Entschuldigung. Ich bin halt kein Fighter, Mensch. Ich bin sowas von kein Fighter. Ja, mitnehmen, 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 alles mitnehmen. Ich meine, dazu bekommen wir ein bisschen was dann an Geld und Erfahrung. Ja, per damit. So, danke dafür. Unschön, ganz, ganz unschön, Leute. Du bist nur eigentlich ein Frachter. Ich hatte so Raumschiffe zerstört, neue Ding. Ja, danke auch fürs Gespräch, danke auch fürs Gespräch. Wo war denn jetzt mein Planet eigentlich mit dem Aktiven? Hier. Aktives Kupfer. Gas geben. Ach, Impulsantrieb. Was benötige ich? Ach, nur Trinium. Ja, das haben wir bis zum Umfallen, das passt. Dies haben wir zum Glück bis zum Umfall. Das habe ich mir gerade schon Sorgen gemacht. So. Jetzt in der Planet. Einmal scannen. Zeige mir, wo ich aktives Kupfer finden kann. Das wäre das Wunderbarste hier auf der Welt. Hier aber noch ein bisschen Gas, warum nicht da? Wir haben es ja, wir haben es ja. So. Jetzt mal irgendwas davon wahrscheinlich aktiv sein. Ja, wir fliegen einfach dorthin und bauen das ab, was wir finden können und gut ist. Und runter geht's. Ah. Toxisches Level ist ziemlich hoch. Na, danke auch fürs Gespräch. So, was haben wir anzubieten? Die Karten jetzt selber wissen wir uns egal. Das auch, das auch, das auch. Ins Raumschiff. Ins Raumschiff. Ins Raumschiff geht nicht. Okay, da vielleicht noch. Auch nicht Sauerstoff. Ach doch, Sauerstoff, ja. Okay, fern damit. Jetzt nämlich Zeug abbauen, dann kann ich nämlich es echt nicht vertragen. Okay, vielleicht müssen wir dann nochmal quasi eine Ionenbatterie machen. Willst du mich vergackeiern? Ich komme gerade hier hin. Hoho, scheint wieder ein bisschen besser auszuschauen. Können wir rausgehen? Bedingt ja, bedingt ja. Nächstes wird es immer noch extrem arbeitsreich. Dies passt schon.
Herr Manipulator, ich muss ja bloß dorthin gehen. Ich muss ja bloß dorthin gehen. Aktives Kupfer her mit dir. Eieiei. Wenn ich gut bin, habe ich jetzt auch einen schönen Cut gemacht. Her mit dir, weil wir brauchen nämlich nur das bisschen, bevor wir nämlich weiter durch die Gegend düsen. Einfach nur, weil ich auf irgendeiner Station bitte, wollte gerade sagen, bitte einmal nachladen, genügend Kohle haben möchte. Ich möchte Chlor verkaufen und wieder gegenkaufen. Das wäre mein Traum. Das wäre wirklich mein Traum. Hätten wir nämlich ein paar Millionen, dann ist alles wunderbar. Ich weiß, der Schutz ist bald weg. Ich weiß. Bin aber gerade fleißig dabei, es mitzunehmen. Sodle. Wunderbar, zurück. Sowas von schnell zurück. Wer will hier freiwillig bitte hin? Was zum Geier? Es ist ein Wurm! Es ist ein Wurm! Starte! Was zum Henker? Warum zum Henker? Warte, ein Wurm aus Dune? Sag mal! Ich dachte, die gäb's hier noch nicht. Ich habe ein Herzkasper bekommen. Meine Güte. Das kann doch nicht mit mir abziehen. Das kann man doch mit mir amputiert und nicht machen. Alter Witzka. Okay, merke. Würmer gibt es auf verschiedenen Planeten. Wie zum Beispiel auf diesen hier. Ja, bitte. Koordinaten Richtung Himmel wenden. Während ich erstmal ein bisschen was repariere. Wunderbar. Beschädigung. Weg damit. Ah ja, herrlich. Gott, noch mehr Beschädigung. Weg damit. Ah ja. Ich habe ihn überhaupt rausbekommen vom aktiven Kupfer. Das wüsste ich jetzt echt gerade gerne. Wo sind wir denn überhaupt hier? 100 und ein paar zerquetschte. Ja, das reicht aus für den Moment. Die paar Sachen, wo wir haben, wo wir damit reparieren können, können wir auf jeden Fall damit reparieren und gut ist. Hier haben wir noch was. Oh Gott, einfach nur weg. Einfach nur weg hier. Kein Interesse mehr. Sowas von kein Interesse mehr. Es wäre etwas anderes, wenn man sagen könnte, okay, hey. Der taucht einfach so auf. Was soll's? Kann ja mal passieren. Sind wir schon? Ich glaube ja, wir sind wieder im Weltraum. Dass wir die Flotte nicht schon hinwarpen. Okay, hallo Gutster. Das ist mir gerade sowas von Jacke wie Hose alles. Oh. Danke System, tschüss System. Vielleicht müssen wir ja doch Richtung Schwarzes Loch fliegen, kann ja auch sein. Wasserplanet, außerhalb der Reichweite. Irgendwas in der Nähe hier. Was von den Korvax ist. Ich weiß, ich hab so Affinität, dass ich eigentlich nur zu den Korvax fliegen möchte. Weiß also, muss echt nicht sein. Aber anscheinend komme ich nicht drum rum. Dort einfach mal hinzuwarpen. Na ja, gut, was soll's. Müssen wir halt so rummachen. Hilft leider alles nichts. Aber wir fliegen zum Schwarzen Loch. Ich weiß, ihr wollt Geld machen, aber... Na. Wir können ja beides machen. Wir können in dem Sinne ja beides machen. Neue Galaxie entdeckt. 6 Planeten sogar. Ungestört. Ich bin gerade langweilig, wenn es nicht ungestört ist. Wo haben wir denn die Station hier? Eisiger Planet. Eisig etc. pp. Ja, einmal bitte. D.
direkt dorthin fliegen. Warum? Warum kann ich nicht dorthin fliegen? Ach, weil es schon in der Nähe ist. Okay, gut. Nachvollziehbar. Vollkommen nachvollziehbar. Dann machen wir kurz einen Zwischenstopp. Vielleicht brauchen die ja Chlor. Und vielleicht können wir sie wieder verkaufen und gekaufen. Das wäre das Schönste, wenn wir jetzt einen Chlorhandel machen können. Ich meine, wenn man... sag's mal. Natürlich bei meinen Roboterkollegen das machen könnte, wäre es natürlich wesentlich cooler, aber... Ich nehme es einfach mal so mit. Denn das andere Gute ist nämlich noch... Wir bekommen hier auf jeden Fall wieder Upgrade für unseren Anzug. Upp, dankeschön. Und bitte einmal kostenlos upgraden. Vielen Dank. Ja, kostenlos ist gut. 50.000 ist definitiv nicht kostenlos, aber besser als so manche andere Sachen. Nachdem hier überhaupt nichts los ist, scheint auch keine Schiffe zu landen. Oh, ja. Ah, Hallöchen. Ach, ihr wart's. Okay, mit euch habe ich keinen Zwisch. Mit euch habe ich keinen Zwisch, aber ihr hier. Gag. Ihr wartet's nur ab. Wenn ich in der Lage bin, werde ich das Gag-Imperium angreifen. Aber sowas von. Ich werde Krieg gegen die Gag führen. So gut und so schnell, wie ich nur kann. Minus 44% gerade. Na, wir haben kein Geld. Kaufen Sauerstoff. Möchte denn keiner Chlor von euch? Ich meine, verkaufen möchte ich ja ein bisschen was mehr wert hier. Plus 1,8. Nee. Nee, nix. Ah, nur mein Gutster und Arrivederci. Nichts, was wir brauchen. Los geht's. Bin schon wieder betrunken, so wie es ausschaut. Bin definitiv betrunken. Waren wir? In welchem Planeten waren wir denn bisher? Tesch. Wissenschaft hat auch nichts gebracht. Schade eigentlich, schade. Da haben wir noch ein bisschen was. Außerhalb der Reichweite. Da haben wir noch einen, der liegt auf dem Weg. Indumium-Antrieb erforderlich. Mehr? Indumium-Antrieb. Was ist denn Andumium? Haben wir keinen Andumium-Antrieb? Ah, den müssen wir wahrscheinlich erst freischalten. Den müssen wir erst freischalten wahrscheinlich. Ja, okay. Das möchte ich doch gerade mal ausprobieren. Ein bisschen mehr nach darüber. Das passt. Und dann sagen wir Anomalie, spawn doch mal bitte hier. Das wäre recht schön an der Stelle. Das ist praktisch, dass wir die immer überall herholen können. Domine-Antrieb. Ist das etwas, was wir bei euch freischalten und machen können? Weil wenn ja, wäre ich da ein riesen Fan von. Ein ganz riesiger Fan. Ich wollte gerade sagen, im Eingangsportal steht sagt es mir Meteor. Unschön. Die werden sich auch denken, oh mein Gott, mit was fickt der denn hier rum? Nicht das Schönste auf jeden Fall, überhaupt nicht das Schönste. Ich muss sagen, das Ding gefällt mir ganz so gar nicht. Potten hässlich. Indumium-Antrieb. Ich meine, es gibt auch noch eine andere Art von Sprit, aber ich glaube, die ist eher für die Fregatten und Kreuz und sowas gedacht. Wenn ich mich jetzt nicht irre. Raumschiff, ja, bitte einmal dahin. Oder hier, mir ist es egal, Hauptsache irgendjemand redet mit mir jetzt. Dankeschön. Irgendjemand muss mit mir reden. Raumschiff Upgrades. Cadmium Indumium. Ist du mich vergackern? Okay. Cadmium Antrieb. Antrieb. Indumium Antrieb, so. Haben wir die Sachen schon mal? Effektivität erhöhen, ist auch erhöhen. Notfall-Warp-Einheit. Gemisst werden. Okay. Das ist auch ein bisschen heftiger Natur. Ein bisschen arg heftiger Natur. Okay, wir haben den Antrieb. Cadmium Emerald. Cadmium, um überhaupt zu roten zu kommen. Okay. Ich merke bereits, das können wir nicht so schnell machen. Da müssen wir erstmal in ein System mit roten
mit dem roten Planeten hinkomme. Uah, Hilfe. Na gut, dann tun wir die noch auslassen. Für den Moment zumindest. Für den Moment. Nicht für ewig, aber für den Moment. Und schauen eher Richtung Schwarzes Loch weiter. Ich finde mir da noch irgendwas. Irgendjemand, der mein Chlor vielleicht doch möchte. Vielleicht braucht es auch wirklich bloß andere Lebensformen. Uah, Hilfe. So, danke dafür. Raus mit Vollspeed. Aktiviere. Dankeschön, aktiviere die Karte. Und Richtung Schwarzes Loch gehen wir weiter. Nun, hätte ja sein können, es wäre so zwischen gewesen, um wahr zu sein. Wasser anvisieren und warpen, yep. Wir werden es noch schaffen. Wir werden es noch schaffen. Ja, 5 Minuten, das können wir noch vorhin durchziehen. Beziehungsweise weiß ich gar nicht, wie lange ich überhaupt den Schnitt vorhin gemacht habe, muss ganz ehrlich sagen, aber das ist mir gerade ja die Hose. Hallo Meilenstein. 5-mal Warp gesprungen. Notfallkommunikation. Bitte was? Notfall. Au! Au! Von wie, was, wie? Oh, hä? Von wo? Was ist hier los? Was ist hier los und warum lasst ihr mich nicht in Ruhe? Sage mal, ich bin eben erst hingesprungen. Wollt ihr mich vergackeiern an der Stelle? Wo ist der nächste? Da. Hallöchen aber auch. Weg mit dir. Dankeschön. Nochmal, nicht in Reichweite. Okay. Was soll's, was soll's? Wir haben sonst nichts zu tun. Wer wird eigentlich angegriffen? Du wirst angegriffen. Au! Au, 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 au. Wo zum Henke ist denn? Weg mit dir. Einfach nur weg mit dir an der Stelle. So, noch einmal. Du hier, weg. Ja, ja, bist. Komm, ich bin gerade eben erst angekommen. Dann ziehst du so eine Show ab mit mir. Meine Güte, au. Au. Okay, wo ist der Letzte? Wo ist der Letzte? Nicht in Reichweite. Den mache ich fertig. Den mache ich sowas von fertig. So, dankeschön. Einfach nur, au, schon wieder. Sag mal, wie viele sind denn hier? Ich möchte eigentlich Feierabend machen. Au, au. Ich weiß, Kampf ist das Shirt. Grußfrequenz. Okay, was ist hier los? Quang, quing, 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 ching, ching, bitte, schibidibidu. Meine Kämpferwarte scheint sich erleichtert, mit Handzeichen weiß ich, an Bord zu kommen. Was? Frachter entdeckt, das ist der hier. Ach, und den könnte ich jetzt. Ah, da war noch was. Da war noch was. Anscheinend. Will ich mal kurz pausieren. Laden. Anscheinend müsste es so sein, nachdem wir dem jetzt hier geholfen haben, dass wir dem wahrscheinlich jetzt den Frachter abkaufen können. Oder wir bekommen ihn, glaube ich, sogar geschenkt. Ich glaube, wir bekommen ihn sogar geschenkt. Aber. Ich muss sagen, gefällt mir jetzt ganz und gar nicht an der Stelle. Okay. Was soll's? Was soll's? Nee, passt. Komm, wir gehen einfach hin. Was soll's? Okay, Frachter, wo? Wo komme ich denn hier rein? Ach, ich komme hier rein. Okay. Okay, Ruhe, Hilfe. Wir landen einfach mal, was soll's. Ich will nicht jinxen oder sonst irgendwas. Kriegen wir alles hin, kriegen wir alles hin. Bitte einmal abdocken. Und raus mit uns. Ich meine, geschenkten Gausch hat man nicht ins Maul, würde ich mal behaupten. Hauptsache, wir haben einen, den wir quasi auch wieder eintauschen können. Ich glaube, so funktioniert das.
Schauen wir doch mal. Auch wenn ich gerne Roboter hätte eigentlich. Eigentlich ja, aber was willst du machen? Das Spiel kannst du nicht immer überlisten. Hallöchen, ihr Kriegstreiber. Was ist hier los? Was ist denn hier los? Captain Azzi, ich verstehe dich natürlich überhaupt gar nicht. Ja. Schlacht von irgendwas. Als ich mich nähere, bellt der Alien einen lauten Kampfschrei und feiert unseren Sieg, hoffe ich. Er gesühlt in Richtung des Bienenfels sein Schiff, als wollte er mir die anbieten, das Kommando zu übernehmen. Frachter inspizieren. Ein Klasse B-Frachter. Halt, Moment. Ich wollte noch gerade angucken. Wert von 13 Millionen. Hat eigentlich keine Technologie und kaum Platz. Ganz ehrlich. Na, das bringt's nicht. Das machen wir nicht damit. Die Bezahlung fordern. Es ist weniger, aber was soll's. Wir hätten jetzt auch den Glauben mitnehmen können und vielleicht wirklich umtauschen, aber ja, hat's wirklich gar nicht. Keine Ahnung, ich möchte einfach nur weg davon. Denn Geld wird nämlich eh nicht unser Problem nachher werden. Überhaupt nicht sogar. Deswegen können wir auch gut auf den Kleinen hier verzichten. Da gibt's ein bisschen was Besseres. Und wir werden noch ziemlich viele Chancen bekommen, einen Kreuz und ähnliches zu bekommen. So, bitte raus. Dankeschön. Was ich eigentlich wollte, ist nur... einmal kurz scannen. Hallöchen, aber aus. Kommen immer größere. Ich wollte eigentlich nur Richtung... sagt es mir, schwarzes Loch. Und das werden wir auch noch machen. Dies werden wir noch machen. Wenn man hier ein bisschen überzieht, es macht rein gar nichts aus an der Stelle. Komm, gibt's eine längere Folge. Die Abenteuer zum schwarzen Loch. Und ich mache das extra noch hier. Denn ich möchte nämlich gucken, kann ich denn vielleicht noch Antimaterie herstellen? Kann ich, ja. Yep, okay, 1, 2, 3, 4, 5. Und dann hier, zack, 1, 2, 3, 4, 5. Passt soweit. Wunderbar. Einmal das und einmal natürlich das obligatorische Upgrade, das wir jedes Mal benötigen, wenn wir eine Station und einen Sektor bekommen. Denn wenn wir nämlich die Sektoren auch gleichzeitig noch hier haben, dann können wir das upgraden. 60.000, langsam wird es teuer, Junge. Jetzt langsam wird es echt teuer. Dann können wir nämlich später immer noch hier hin und swarpen, um dann Handel zu treiben oder sonst irgendetwas. Ist alles eine gute Sache. Deswegen rede ich auch hier gerade noch mit keinem oder sonst irgendwie. Ich möchte ja nur kurz die zwei Hauptpunkte erledigen. Und rein mit dem Außenposten. Alles unschön. Auch wieder kein Sektor. Vielleicht ist einfach kein Chlor, kein Sektor in dem Sinn. Vielleicht ist es hier einfach kein Sektor. Antriebstechnik. Zack. Dich hier, bin nach Dornstein. Hyperantrieb, das ist ein Upgrade für den Impulsantrieb. Das kann natürlich auch sein. Chronomatisches Metall. Ja, da bräuchte man noch ein bisschen mehr. Ein bisschen arg mehr sogar. Das hier bitte nach Dornstein. Und hier dafür quasi die Technologie für den Cardiumantrieb reinmachen. Drei Kabelbäume. Moment. Können wir uns drei Kabelbäume hier leisten noch? Na, was soll's. Wir können ihn noch kurz fragen. Vielleicht hat er ja noch irgendwas. Oder vielleicht möchte er ja auch was kaufen oder verkaufen. Wer weiß es schon. Ich würde sagen, manifestiere dich kurz mal. Dankeschön. Fenrich, kommen Sie mal her. Verkaufen, plus 0,1. Kaufen. Kabelbäume bräuchte ich drei Stück. 1, 2, 3. Her mit dir. Sonst. Der Rest ist egal. Der Rest ist sowas von egal.
Ich habe nämlich Teil 1 schon mal abgeschlossen. Ins Chromatische bekomme ich später. Natürlich aber auch. Ein schöner Fighter hast du da. Ein schöner Fighter. Der mich gerade überhaupt nicht juckt. Einmal starten. Okay. Und mit einem dunklen Planet macht mir nichts. Eisiger Planet. Ja, genau so schaut es mir hier auch aus. So schaut es mir hier auch aus. So. Dann bitte dort drüber hin. Das System zum schwarzen Loch. Dann haben sie mich auch mal gesehen. Vielleicht sogar eine Raumstation in der Nähe. Wer weiß. Und voilà. Na, komm. Hallöchner Bauch. Das ist ein bisschen nah am schwarzen Loch. Rückwärtsgang. Alarmstufe rot. Okay, man wird reingesogen, so wie es ausschaut. Aktiviert alle Antriebe. Impulsantrieb aktivieren und Gas geben. Ich muss sagen, ich habe Schiss vor dem schwarzen Loch. Ich habe massiv Schiss vor dem schwarzen Loch. Bitte, ab zur Station dringen. Weiter, Dankeschön. Uiuiuiui. Er wird nicht gerade so unlustig hier. Also definitiv nicht gerade unlustig hier. So. Schwarzes Loch, hi. Bis ich weg. Ich sehe das schwarze Loch gerade nicht. Ich werde angezogen vom schwarzen Loch. Ich hoffe mal nicht. Ich muss mal ganz kurz zum Eingang hin. Ich habe Schiss vor dem schwarzen Loch. So, bitte einmal nach unten. Wir stehen auf Null momentan. Nein, wir bewegen uns wirklich. Das heißt, man wird vom schwarzen Loch eingesogen, welches... irgendwo ist. Ich sehe es gerade nicht. Es ist, glaube ich, auch besser. Wobei, da hinten war es. Reißen die da durch? Und ich bewege mich einfach mit. Okay, nee, passt. Wir haben ein schwarzes Loch gesehen. Ich bin happy. Ich möchte einfach nur landen. Einmal hier landen, gutes. Die Frage ist nur, was wir hier machen sollen. Aber das in der nächsten Folge. Bis dahin, macht's gut und wie immer. Tschüss alle. Oh meine Güte.